Ich bin die Nati, 9 Jahre alt und ich chille gerne mit meiner Familie im Lagerfeuer. Ich habe gerade Ferien und mache Ferien in Ägypten, 8 Wochen. Hi, ich heiße Anna, bin die Cousine von Nati, bin 19 Jahre alt. Ich gehe noch in die Schule, bin 5-mal sitzen geblieben. Ich musste oft nachsitzen, weil ich schlimm bin, aber jetzt denke ich nicht an Schule, genieße zufrieden meinen Urlaub. Guten Tag, ich bin der Otto, 39 Jahre alt. Ich bin der leibliche Vater von Nati und Anna ist zwar meine Nichte und ich bin ihr Sachwalter. Wenn sie Geld braucht, kommt sie zu mir. Ich gebe ihr einen bestimmten Betrag, einmal im Monat 100 Euro, damit muss sie zurechtkommen. Als Beruf arbeite ich als Gemeinde für alles. Ich mache ziemlich viele Überstunden, daher machen wir 8 Wochen Urlaub. Guten Abend, ich bin die Lea, bin die Mutter von Anna und die Schwester von Otto. Ich bin verheiratet, mein Mann ist auf Montage, ich bin von Beruf Hausfrau, ich bin sehr streng, aber gerecht. Ich und Otto haben viele Meinungsverschiedenheiten. Wir streiten sehr oft, aber im Urlaub versuchen wir miteinander klarzukommen. Trotz allem haben wir uns alle lieb. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe eine wichtige Botschaft zu überreichen. Geht niemals in die Pyramide. Da soll es spucken und es soll verflucht sein. Ich weiß es als Erfahrung. Habt alle einen schönen Urlaub, aber geht niemals in die Pyramide. Hallo Nati, was machst du gerade? Ich schreibe gerade auf Facebook. Hallo Onkel Otto. Hallo Spätzchen, was gibt's? Was machst du denn da? Ach nichts, ich wollte ein bisschen meinen Hintern aufwärmen. Wir haben 40 Grad, setz dich hin. Ich muss mit dir reden, weißt du über die Pyramide Bescheid? Du bist noch zu jung, darüber zu erfahren. Warte noch, bis du 21 bist. Dann erzähle ich dir das alles in Ruhe. Mann, Onkel Otto, willst du mich jetzt verarschen? Ich bin 19. Was ist denn daran so gefährlich?